Friedewalde, ein Dorf im äußersten Nordosten Nordrhein-Westfalens. Hier hat das Lohnunternehmen Kruse Friedewalde seinen Standort. Henning Kruse ist Juniorchef des Lohnbetriebs. Er hat die Ausbildung zur Fachkraft Agrarservice absolviert und macht gerade den Meisterlehrgang. Hennings Vater hat den Betrieb vor 25 Jahren gegründet und das Unternehmen auf die Komplettbewirtschaftung von Agrarbetrieben sowie den Pflanzenschutz ausgerichtet. Bei unserem Besuch Ende September ist die Getreideernte 2018 bereits abgeschlossen. Die Gülleausbringung und Bodenbearbeitung läuft. Für unsere Kameras ausnahmsweise sogar im Doppelpack. Zusätzlich zu den gezogenen Güllefässern wurden in den Jahren 2014 und 2017 zwei Class Xerion 4000 angeschafft. Die 400 PS starken Selbstfahrer bringen es pro Saison auf mindestens 1000 Betriebsstunden. Und das ausschließlich bei der Gülleausbringung mit Schlitztechnik, Schleppschlauch oder wie bei diesem Einsatz in Kombi mit der Bodenbearbeitung. Auch die Zubringlogistik musste mitwachsen. Von der Firma S. Krude Fahrzeugbau wurden großvolumig bereifte 28 Kubikmeter Zubringfässer mit Zwangslenkung gekauft. LKWs stehen ebenfalls zur Verfügung. Die Turbobefüller bzw. die Pumpentechnik stammt an den Zubringfässern genauso wie an den Xerions von Vogelsang. Über die Hochleistungs-Drehkolbenpumpen mit einer Leistung von 12.000 Litern pro Minute sind die 16 Kubikmeter Behälter von SGT und Kaweco in kürzester Zeit befüllt. Der Zeitraum, in dem die Gülle ausgebracht werden muss, ist in den letzten Jahren immer kürzer geworden. Die Anforderungen an die Ausbringtechnik sind nach Erlass der neuen Düngeverordnung nochmals gestiegen. Mit den Xerions kann Kruse seinen Kunden die direkte Einarbeitung der Nährstoffe bieten und das sogar teilflächenspezifisch und natürlich fahrgeschwindigkeitsabhängig. Die Nährstoffanalyse erfolgt auf einer der Maschinen mittels Niersensorik. Die Flächenleistung der Xerions bewegt sich bei der Arbeit mit der 6 Meter Lemkin Rubin oder dem ebenso breiten Horsch Tiger zwischen 3 und 4 Hektar pro Stunde. Aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsweise sind die Maschinen normalerweise nicht auf derselben Fläche eingesetzt. Die Kurzscheibenegge Rubin eignet sich eher für die flache Bearbeitung, wobei der Tiger auf Kundenwunsch bis zu 30 cm tief arbeiten kann. Die Abrechnung gegenüber dem Kunden erfolgt bei der direkten Einarbeitung über die Arbeitsstunden und die geleisteten Hektar. Nur einen Steinwurf entfernt arbeitet der Senior Heinrich Kruse mit dem Lemkin 6-Scharpflug und Packer. Die Felder werden bei diesem Kunden für die Wintergerste-Aussaat vorbereitet. Insgesamt zählt die Flotte des Lohnunternehmers 12 Traktoren. Zwei Monate später. Es ist Mitte November und die Rübenernte läuft. Ein neues Geschäftsfeld für das Lohnunternehmen Kruse. Durch Umstrukturierungen in der Region entstand Potenzial, in die Erntearbeit einzusteigen. Mit der Investition in den Ropa Tiger 5 hat Kruse diese Chance ergriffen. Die Erntemaschine wird von einem 626 PS starken Mercedes-Benz-Motor angetrieben.
Der dreiachsige Roder verfügt über einen Hangausgleich, welcher bei einigen Kundenaufträgen deutliche Vorteile bringt. Pro Stunde rodet der Tiger 5 durchschnittlich einen Hektar. Der Ertrag vom Hektar bewegt sich für die Anbauer in dieser Region meist um die 100 Tonnen. Der Einstieg in die Rübenernte ist Kruse gelungen. Schon jetzt im November steht fest, dass die Anzahl der Kundenaufträge sowie die Leistung der Erntemaschine die Erwartungen erfüllen. Zur Rübenaussaat im Frühjahr steht eine 12-reihige Wederstadt Tempo bereit. Trotz des Wegfalls der Zuckerrübenquote erlebt die Königin der Feldfrüchte im Gebiet des Lohnbetriebs Kruse eine Renaissance. Die Anbaufläche hat sich aus Sicht von Kruse verdoppelt. Viele Landwirte schätzen die Zuckerrübe, um ihre stark von Getreide geprägte Fruchtfolge aufzulockern. Geliefert werden die Rüben von hier aus an die Zuckerfabrik Pfeiffer und Langen in Lage, etwa 60 Kilometer entfernt. Dieser Kunde hat einen großen Teil der Feldbewirtschaftung an das Lohnunternehmen Kruse vergeben. Im Anschluss an die Erntearbeiten wird das Ackerland direkt wieder für die Aussaat vorbereitet. Für die Bodenbearbeitung kommt dabei erneut der Horsch Tiger zur Verwendung. Auch Henning Kruse sitzt bei diesem Auftrag wieder am Steuer. Die Winterweizenaussaat wird mit einer 6 Meter breiten Lemken solitär durchgeführt. Der Reihenabstand beträgt 12,5 cm. Ab Mitte November kehrt für wenige Wochen etwas Ruhe ein im Lohnbetrieb. Zeit, um sich dem Fuhrpark, der Büroarbeit und der Kundenakquise zu widmen. Wenn euch dieser Kurzfilm über das Lohnunternehmen Kruse gefallen hat und ihr mehr sehen möchtet, dann freuen wir uns über euren Kommentar, euer Like oder Abo unseres Kanals.